Hallo. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Hallo, ich bin Caroline Weitzel, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und ich lebe mit meiner Familie in Erftstadt. Erftstadt ist meine Heimat, denn hier bin ich aufgewachsen und hier engagiere ich mich mit meiner Familie. Ich bin studierte Verwaltungsexpertin und habe 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Behörden gesammelt. Seit 2 Jahren bin ich Erftstadts Gleichstellungsbeauftragte und zudem arbeite ich im Schulverwaltungsamt und im Kulturamt mit. Außerdem bin ich Standesbeamtin. Was wäre das erste konkrete Projekt für junge Erftstädter, das Sie gerne umsetzen würden? Ja, in erster Linie geht es mir darum, mit den Jugendlichen und den Jugendvertretungen in Erftstadt ins Gespräch zu kommen und im Dialog zu bleiben. Deshalb wird eine meiner ersten Aufgaben es sein, auch entsprechende Beteiligungsformate mit den Jugendlichen zu installieren, um mit ihnen im Gespräch zu kommen, auf Augenhöhe ihre Interessen zu hören und dann auch natürlich bestenfalls sie für kommunale Stadtpolitik zu begeistern. Fridays for Future hat auch in der Erftstädter Jugend Anklang gefunden. Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie Erftstadt umweltfreundlicher machen? Die Bewegung Fridays for Future hat viel in Gang gesetzt und der Umweltdiskussion natürlich auch eine neue Dynamik gegeben. Das finde ich sehr positiv. Ganz konkret für Erftstadt stelle ich mir zum Beispiel ein modernes, integriertes Verkehrskonzept vor, denn alle Verkehrsteilnehmenden müssen gemeinsam gleichberechtigt in Bewegung bleiben. Ich unterstütze ganz konkret das Projekt Stadtgrün einer Erftstädterin. In Erftstadt zu bleiben ist nach dem Schulabschluss meist unattraktiv. Erstens, man findet kaum bezahlbaren passenden Wohnraum. Und zweitens, die Anbindung mit Bus und Bahn von und nach Köln zu später Zeit ist nicht besonders gut. Welche Pläne haben Sie, um diese Probleme zu lösen? Ja, zunächst einmal kann ich das aus ganz persönlicher Sicht sehr gut nachvollziehen als Erftstädterin, die hier zur Schule gegangen und Abitur gemacht hat. Ich hatte auch diese Schwierigkeiten, regelmäßig nach Köln zu fahren, zu ungünstigen Zeiten fast unmöglich. Von daher ist es wichtig, dass wir hier eine Wohnbauentwicklung vorantreiben, die es auch allen Generationen ermöglicht, hier günstig zu wohnen. Das betrifft Familien, die hier bauen möchten, genauso wie auch ältere Menschen, die sich verkleinern wollen und in ihrer Ortsumgebung bleiben möchten. Ja, das gilt es zu entwickeln, moderat entsprechend dem Wachstum unserer Stadt. Und für den Campus Rhein-Erft und die Pendlerinnen brauchen wir eine schnelle S-Bahn-Verbindung. Vielen Dank.